Und ich weiß, dass bloß weil da Holz steht, dass es nicht bedeutet, dass ich nicht auch Muscheln oder so integrieren kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das entscheidend ist, ob ich jetzt, also wie viel Holz und wie viel Muscheln beteiligt sind oder ob es zuerst das Holz ist, das ich auswähle und darauf die Muscheln klebe. Das habe ich alles noch nicht verstanden. Aber ich konnte endlich mal so einen Lichtauftrag abgeben. Ich habe gedacht, das Spiel wäre fehlerhaft, aber der Fehler sitzt wie immer zwischen Monitor. Nein, zwischen Tastatur und Stuhl. So. Natürlich auch Monitor, aber. Oh, Wasser. Aber ihr wisst schon. So. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch wirklich froh, dass ich Zugang zu dieser lustigen Farm hier gekriegt habe. Denn wenn ich hier immer noch nicht hingekommen wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich gar nicht so wirklich, was ich machen soll. Klar, die Insel gibt es noch und die Mine gibt es noch. Aber die Insel, die Mine und ich kann angeln. Aber mir fehlte einfach eine Farm. Ich wünschte zwar, die Gießkanne würde mehr Wasser tragen können. Und ich würde mehr Felder damit nass kriegen. Nass. Aber vielleicht kann ich die Birne ja, die Gießkanne ja irgendwann upgraden. Wer weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich mache Fortschritte. Und das ist ziemlich doll wichtig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich hier mal die ganze Ernte mal irgendwann einhole. Weil ich mir denke, Baumweißling habe ich auch noch nicht. Wie kommt das denn bitte, dass jetzt so viele Schmetterlinge hier rumflattern, die ich noch gar nicht kenne? Aurora-Falter. Alter Falter. Es ist doch immer noch Sommer, oder nicht? Ja, Sommer. Komisch. Komm her. Komm her. Komm her. Ich muss auf den Schatten auf den Boden achten. Kommst du her? Brombeer-Perlmuttfalter. Okay. Also, ja, es freut mich. Aber es wundert mich, dass jetzt auf einmal, oder auf der Farm sind einfach andere Schmetterlinge als in der Stadt und dass auf der Insel andere sind, das wundert mich nicht. Ist ja theoretisch auch, sind ja theoretisch auch die Tropen. Und das hier sind die, die ich schon kenne, ne? Okay. Nein, du sollst. Danke. So. Nein. So. Dankeschön. Alright. Nein. Ich glaube, das hier ganz rechts sind dann wohl Erdbeeren. Hm? Oh ja. Oh ja, da war ja was. So, Viereck ins Wasser. Platsch, jetzt klappt's auch.
Nein. Böse. So, das hätten wir auch. Nee, ich wollte die Gießkanne wegstecken. Ich wollte sie wegstecken. Gut, dann haben wir hier jetzt auch erstmal die wichtige Arbeit getan. Jetzt gehe ich nochmal kurz ins Stadtzentrum, denn ich hätte gern noch ein bisschen Knete, denn ich glaube, ich würde jetzt gern für den Abschluss nochmal auf die Insel schippern. In der Hoffnung, da noch ein paar Kokosnüsse und so einzusammeln. Ja? Du sollst meine Sachen kaufen. Oh, krass, die Steine bringen aber richtig. Richtig Geld ein. Ich werde sie aber trotzdem nicht verkaufen. Da verkaufe ich lieber die ganzen Mupfeln. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen. Ja, so viel Geld bringt das alles irgendwie nicht. Aber ich könnte zum Beispiel einen Opal verkaufen. Einen Saphir, einen davon. Da können wir uns nochmal Treibholz holen. So, und schon haben wir genug Geld, um eine Fahrt auf die Insel zu machen. Bevor ich das aber tue, muss ich erstmal mein Inventar leeren. Also ich muss es nicht, aber ich sollte es tun, denn sonst habe ich nachher keinen Platz im Inventar. Und das wäre sehr ärgerlich, wenn ich da auf der Insel rumlaufe und habe aber keinen Platz für den Shit, den ich da am Finden dran bin. Ach, das ist alles Silber. Nein, ich will... Nein. Mal auf. Mal auf, ja. Da sind die Steine nicht. Ich frage mich gerade, wo kriege ich denn eigentlich noch Rohdiamanten her? Aber ich glaube, irgendwo bei den Brücken oder so. Irgendwo da gab es, glaube ich, noch eine Stelle, wo es die gibt. Denn andernfalls geht das ja gar nicht so wirklich. So, jetzt dürfte ich genug Platz haben. Und jetzt fahren wir nochmal kurz auf die Insel und holen uns da noch ein bisschen Zeug. Für ein bisschen Geld. Ich hoffe, das funktioniert auch. Also ich meine, ich hoffe, da gibt es jetzt auch Bananen und Kokosnüsse. Weil einmal war ich da, da gab's das, da war das irgendwie alles noch nicht regeneriert. Hallo? Ja? Ich will zur Insel. Die Insel? Das wird dich kosten. 200. Ja, dann... Mach fertig. Vielen Dank. Und wie ich sehe, ist das auch alles schön zurückgewachsen. So, das Treibholz, das ich jetzt finde, werde ich nicht mehr verkaufen, weil es bringt ja nicht wirklich Geld ein. Ich meine, ein Stück, ein Geld. Das kann ich mir dann auch sparen. Schade, dass ich die Blumen hier nicht einsammeln kann für irgendwelche Farbexperimente oder sowas. Na, komm. So, guck mal, da sehe ich, da hinten im Wasser ist noch eine Mupfel. Gib mir die Mupfel! Danke. Okay. So. Gib mir das. Und das.